Ein wunderschönes herzliches Willkommen zu einem Ergänzungsvideo. Ich habe vergessen, euch die Statistiken zu zeigen. Deswegen hole ich das jetzt mit einem kleinen Video jetzt hier noch auf. Wir sind in der Folge, ich weiß nicht, ich glaube 31, war das jetzt. Sind wir mit diesem Bus hier, mit dem Gräf Steyr aus Österreich, aus dem Wien Add-on, mit diesem Bus hier gefahren auf der Linie 188 von Moviepark, ach, von Oberhof nach Moviepark und wieder zurück. Und ich möchte euch jetzt hier mit diesem kleinen Video noch die Ergebnisse zeigen, die ich dann jetzt erzielt habe. Mit diesem Video möchte ich euch jetzt halt die Ergebnisse zeigen, wie ich jetzt mit dem Bus wie ich jetzt halt abgeschnitten habe auf diese beiden Touren, die ich jetzt gemacht habe, von Oberhof nach Moviepark und wieder zurück. Ich habe 23 Haltestellen angefahren, dafür 115 Punkte erzielt. Haltestellen pünktlich gefahren, 20 angehalten. 20 davon dafür 180 Punkte verdient. Haltestellen verfrüht angefahren, keine. Haltestellen verspätet angefahren, ja, mit 3. Dafür jetzt auch minus 3 Punkte, also 3 Punkte Abzug. Unfälle habe ich auch keine gemacht, davon auch keine schweren. Davon Fahrerflucht natürlich keine. Habe auch keine verletzten Fußgänger verursacht. Keine Tickets verkauft, habe ich abgestellt, weil dieser Bus besitzt keinen Ticketdrucker. In Wien ist das so, dass der Busfahrer überhaupt keine Fahrkarten verkauft. Deswegen besitzt dieser Bus auch keinen. Besitzt der Bus am Fahrerarbeitsplatz keinen Fahrscheindrucker. Der Fahrgastkomfort war zu 100%, 50 Punkte habe ich dafür verdient. Fahrschein verkaufe natürlich keine. Den habe ich abgestellt. Fahrstil plus 1,84%, 13 Punkte. Gesamt 94%. In Punkte 484 von 500, möglichen 514 Punkten habe ich erzielt. Wenn jetzt Omsi. Kann man Omsi beenden. Hier ist nochmal die Statistik. Die kleinen Details, die mit weniger, oder das ist jetzt mein Gehalt, den ich jetzt bekomme in Geld. Ich habe 484 Euro verdient. Gehaltsbonus 8%. 38 Euro, Rangbonus 7%, 33 Euro. Durchschnittlicher Spritverbrauch 142,5 Liter auf 100 Kilometern. Spritkosten minus 48 Euro werden vom Betrieb bezahlt. Eine Gesamtsumme, den ich jetzt an Geld verdient habe, ist 555 Euro. Und dann an dieser Stelle starte ich jetzt einmal kurz die Anwendung neu. Diese Steam-Werbung können wir mal schließen. Was ist? Gucken, ob sie mir auch jetzt gut geschrieben worden sind, das Geld. Ja. Beim nächsten Mal werde ich jetzt noch die Buslinie 212 fahren. Die verläuft etwas anders als die Linie 211. Wenn ich so einen Schichtplan finde oder so einen Schichtplan finden werde, da wo ich die Linie 212 fahre,
werde ich euch dann eine Aufnahme dazu tätigen. Also bis dann sage ich aber Tschüss und bedanke mich schon mal im Voraus für das Zuschauen hier, wenn die das Video anklicke. Auch dieses Ergänzungsvideo, was ich dann jetzt nachträglich jetzt noch aufgenommen habe, um euch die Statistiken zu zeigen. Deswegen spiele ich auch den Adventure Omnibus Driver, dass ich euch natürlich auch die Ergebnisse zeige. Bis dann sage ich jetzt auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal.